Willkommen zu unserem Vlog. Ja, jetzt sitzen wir hier wieder zu zweit. Letztes Mal saßen wir hier mit Bibo Kimi und sie hat sich auch wieder angekündigt. Es wird wieder einen Bibo Kimi Besuch geben, aber diesmal schaffen wir es nicht vor die Kamera. Es ist nur ein kurzer Besuch. Wir freuen uns total, unsere Kleine wieder hier zu haben. Aber es tut uns so leid, aber da ist halt keine Zeit dafür, da jetzt uns gemeinsam vor die Kamera zu setzen. Ja, dann kommen wir zu dem ersten Thema und das ist Merida. Wo haben wir es entdeckt? Ja, Merida haben wir entdeckt beim Rewe und irgendwann hörte ich ein Mama, Mama, komm mal ganz schnell hierher, guck dir das mal an und ist das nicht bildschön? Und dann wurde ich bestochen mit diesen Bildern. Also es ist jetzt nicht einfach hier die Animationen aus dem Film, sondern es ist wirklich einfach. Es ist das Artwork. Ja, und es ist wunderschön, aber guckt euch die Farben an. Das ist einfach nur, ja, es ist einfach nur super. Wir haben den Film ja noch nicht gesehen, weil wir sind ja nicht die Kinogänger. Wir gucken die Filme ja entweder auf DVD oder auf Blu-ray. Aber im Kino trifft man uns eigentlich, ich glaube, das letzte war Harry Potter. Ja, aber die Hexe hat es mir angetan, weil die Hexe hat doch große Ähnlichkeit mit einer alten Bekannten. Also natürlich, unser Bekanntenkreis muss jetzt nicht die Ohren, sich die Finger in die Ohren stecken. Nein, ich finde, sie sieht unheimlich der Stiefmutter bei Schneewittchen ähnlich. Ich weiß nicht, der gleiche Zeichner kann das nicht sein, aber ich mag das sehr, wenn so mal wieder alte Figuren auftauchen aus den alten Filmen, die ich ja sehr, sehr liebe. Aber Merida sieht wirklich traumhaft schön aus. Und vor allen Dingen, das Buch ist günstig. Es hat 4,90 Euro gekostet. Also dafür kann man wirklich der kleinen Schwester oder der großen Tochter nochmal Es ist wirklich wunderschön. Wir wussten nicht, oder ich weiß es, wusste es noch nicht, ob ich den Film überhaupt sehen will. Am Anfang war ich total begeistert von dem Artwork, von der Idee, von den Bildern. Schottland, rote Haare. Hey, das sollte mal ein Film sein. Aber kennt ihr das? Dann irgendwann wurde so ein Unmut, kam in mir auf. So, muss ich das haben? Aber bei diesem Buch bin ich dann einfach stehen geblieben. Ich wollte eigentlich nur gucken, wie die Animationen sind. Und dann habe ich gesehen, dass es gemalt ist. Und dann musste ich schreiben. Ja. Jedenfalls, ich bin total verliebt. Wie fandet ihr den Film? Schreibt es uns. So, dann kommen wir zum nächsten Thema. Und das betrifft dieses Buch. Ja, und da gibt es einen absolut tollen Wettbewerb, ein Gewinnspiel, wie immer man es nennen möchte. Und zwar hat derjenige, der glückliche Gewinner, die Möglichkeit mit dem Hörbuchsprecher, es ist, glaube ich, jemand von unter uns, aber wir gucken ja kein Fernsehen und von daher wissen wir also auch nicht, wer dahinter steckt. Jedenfalls hat man die Möglichkeit, mit dem Mann, der Josh spricht, ja, zusammen Lesungen zu geben. Ich glaube, in Dortmund ist ein großes Event, ich weiß nicht wo. Ich weiß es nicht. In mehreren Städten jedenfalls. Und ihr hättet die Möglichkeit, da halt mit ihm zusammen zu lesen. Aber es gibt einen Preis, der ist auch super attraktiv. Und zwar könntet ihr dieses Buch bekommen, aber personifiziert auf euch. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel Rebecca heißt und ihr habt einen Herzallerliebsten, der Philipp heißt, dann würde das ganze Buch umgeschrieben auf Rebecca und Philipp. Und das ist doch wohl eine super tolle Idee, wenn man dieses schöne Buch mit den eigenen Namen dann da stehen hat. Ja, die Rezension zu diesem Buch, also den Link für den Wettbewerb findet ihr unten. Wir werden nicht mitmachen, aber die Rezension wird kommen, sobald das Buch auch im Handel erhältlich ist. Ich glaube, es ist der 27. August. Wir haben es vorab gelesen und ihr habt ja immer gefragt, warum das hier hinten schon steht. Es ist ein Leseexemplar. Steht da vorne auf dem Umschlag drauf, dass es ein Leseexemplar ist, was wir haben. Also nicht gezaubert. Wir haben auch den Verlag nicht überfallen, obwohl das vielleicht mal eine gute Idee wäre. Die haben bestimmt noch ganz andere Schätze im Keller. Ja, das Random House, ne? Oh ja, das sind dann wahrscheinlich schon Riesenkeller. Oh ja, das wäre schön, da mal mit so einem großen Einkaufswagen. Und wir dürfen alle Bücher mitnehmen, die wir haben wollen. Ja, jedenfalls, das Buch ist unserer Meinung nach nichts für Jugendliche oder beziehungsweise ich denke, Jugendliche wird es nicht so interessieren. Erwachsene würde ich das aber auch wirklich ans Herz legen. Das war für uns auch eine klare Empfehlung. Aber halt, ich denke, wenn jemand 14 ist, für das Alter soll es ja eigentlich geschrieben sein. Aber ich glaube nicht, dass es dann
wirklich Anklang findet. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass da wer weiß, was für Sexszenen, es sind glaube ich gar keine drin. Nein. Es sind auch keine gewaltverherrlichen Szenen drin. Es ist einfach so, dass man natürlich, wenn man, was weiß ich, um die 30 ist oder noch ein bisschen älter, kann man natürlich besser 15 Jahre zurückgehen, als wenn man 17 ist. Und dann kann man sich das alles auch viel besser vorstellen und ich glaube, das ist so dieser Knackpunkt bei dem Buch. So, dann kommen wir zu einem anderen Thema. Wer auf Facebook unsere Seite verfolgt, der hat sicherlich schon gelesen, dass ich ganz gespannt bin im Moment auf die Cassandra Clare Bücher, City of Bones, Unterwelt, Trilogie, Quartett, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Die Bücher halt von Cassandra Clare. Rund um die City of Bones heißt, glaube ich, der erste Teil. So, das wird jetzt ja verfilmt. So, und es wird nicht nur mit Jamie Campbell-Bauer verfilmt, wo jetzt ja alle irgendwie die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, der geht gar nicht als Held. Ich mag ihn. Also jetzt nicht, dass ich sage, oh, Schmacht, Schmacht. Nein, nein, ich mag ihn. Ich finde ihn total sympathisch. Deswegen werde ich den Film schon gerne sehen. Und einer meiner Lieblingsschauspieler, Jonathan Rhys-Meyers, ist jetzt noch mit ins Boot gekommen. Ich mag ihn total gerne in den Tudors und ich freue mich darauf, ihn jetzt auch wieder in neuen Rollen zu sehen, weil letzte Zeit war jetzt ja sehr, sehr still um ihn. Und ich freue mich, er hat ja auch noch die Rolle des Dracula bekommen. Nein, ich werde jetzt nicht Dracula lesen, da habe ich schon mal angefangen. Ich fand es ja nicht so toll, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich es angefangen habe. Und ich bin jetzt City of Bones, ich will es lesen, also oder beziehungsweise hören als Hörbuch, irgendwie sowas in der Richtung. Ich will jedenfalls jetzt diesen Stoff konsumieren, ich weiß noch nicht, in welcher Form ich es tun werde, aber auf City of Bones liegt jetzt ganz klar mein Interesse. So, dann werden wir jetzt irgendwann in den nächsten Wochen, ich denke, wir kommen heute nicht dazu, aber in den nächsten Wochen werden wir ein FAQ-Video mal abdrehen mit den ganzen Standardfragen, wie zum Beispiel, was macht ihr beruflich? Keine Antwort dazu. Wie viele Bücher habt ihr? Privat? Ja, wie viele Bücher habt ihr? Wie lest ihr zusammen? Die Fragen haben wir schon x-mal beantwortet. Und es kommen ja immer neue Abonnenten dazu, Gott sei Dank. Freuen wir uns ja auch riesig drüber. Aber dann haben wir eben mal ein Video, wo wir diese ganzen Fragen einmal beantworten. Und dann nehmen wir uns auch Zeit und beantworten das ja nach bestem Wissen und Gehwissen. Ja, also wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, denkt daran, auf zu persönliche Fragen oder was wir als zu persönlich achten, antworten wir nicht. Ich weiß, dass einiges von euch echt schade finden, dass wir nicht auf Beruf und so weiter antworten, aber sorry, da ziehen wir die Linie zur Privatsphäre. So, dann kommen wir zu den Fragen, die reingekommen sind und das ist, ob wir uns Stellen rausschreiben. Hast du die Post-its oder ob wir halt, ach da sind sie, Stellen rausschreiben oder wie wir in Büchern Dinge markieren. Und wir markieren sie durch Post-its. Diese Post-its haben wir ganz günstig irgendwann mal bei Mac Guides, glaube ich, gekauft. Und es gibt die aber mittlerweile überall. Die haben wir, glaube ich, vom Lidl hier. Und es ist ja eben ganz praktisch, da ist ja hier oben so ein bisschen, ja, die Post-its eigentlich kennt sie ja jeder, ist so ein bisschen Klebstoff dran, dann kann man das hier festmachen. Und dann hält das und so markieren wir uns halt die Stellen in den Büchern. Man kann die Post-its wieder rausnehmen. Manche ärgern sich ein bisschen, wenn die Post-its mal rausfallen. Ich habe die Erfahrung gemacht, umso weiter man hier reinschiebt, also bei mir sieht man immer hier nur so einen ganz kleinen Zippel, dann kommt man halt nicht so leicht mit der Hand da drunter und dann halten die irgendwie ein bisschen besser. Und wir machen es halt so, wir kleben das direkt unter die Zeile. Also nicht, dass wir uns jetzt Seiten damit markieren, nein, wir kleben es wirklich direkt unter die Zeile. Was wir nicht in Büchern machen würden, ist zum Beispiel Markern, außer in Fachbüchern. Und es ist ja auch doof, man findet die Markerungen ja nicht so schnell wieder. Erstmal das und ich habe die Erfahrung gemacht, weil ich habe es früher gemacht, in Fachbüchern halt, wenn man mit dem Textmarker rübergegangen ist, nach ein paar Jahren sind die weg. Also ob das Post-it rausfällt oder der Textmarker seinen Saft verliert, es ist dann futsch. Ja, also wir Post-its, ne? Wir kleben mit Post-its und die findet man eigentlich mittlerweile überall. Ja, und wir haben auch etwas günstig. Größere Post-its, die sind auch super praktisch, wenn wir zum Beispiel einen Einkaufszettel haben oder was muss ich heute noch erledigen, so To-Do-Listen, die kann man sich dann mal gerade an den Monitor kleben oder ich rufe den nochmal an oder was eben noch ganz wichtig ist, die sind also unheimlich praktisch. Ich wollte nicht auf die verzichten.
So, dann kommen wir zu der Frage, wie wir angefangen haben oder eher gesagt, wie wir auf uns aufmerksam gemacht haben bei YouTube. Ja, wir haben angefangen, das ist eine lange Geschichte, das wird sicherlich auch nochmal in diese, hatten wir es nicht in irgendeinem Tag mal beantwortet, egal, das kann auch mal zu den Fragen kommen, diesem FAQ-Fragen, also wenn ihr Fragen habt, schreibt sie bitte da drunter. Wie wir auf uns aufmerksam gemacht haben. Wir haben nicht auf uns aufmerksam gemacht. Das mag jetzt unglaubwürdig klingen vielleicht, ist aber wirklich so. Wir haben nicht auf uns aufmerksam gemacht. Wir haben bei niemandem gebettelt, guck mal auf unseren Kanal. Und wir haben niemanden angeschrieben, kannst du uns bitte mal empfehlen? Weil wir haben einfach unser Ding gemacht. Und wir haben einfach unser Ding gemacht. Und also was natürlich ein großer Schritt für uns war, aber es war nicht nur ein großer Schritt, es ist ja auch ein schwieriger Schritt, war eben, dass wir zu Facebook gegangen sind. Dabei haben wir natürlich auch riesige Fehler gemacht, aber steht auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube, dieser Schritt zu Facebook zu gehen, sich da zu unterhalten, auch mit anderen Booktubern und auch mit Abonnenten. Und überhaupt Leseratten, Blogger. Genau. Also das war schon ein erster Schritt in die richtige Richtung, denke ich. Und das andere war halt, dass wir uns natürlich auch andere Booktuber angeguckt haben. Das tun wir jetzt auch noch sehr gerne, kommen leider im Moment nicht so häufig dazu, dass wir da kommentiert haben. Und es ist eben kein Wundermittel da zu erwarten. Und ich glaube, was ganz gefährlich ist, wir werden ziemlich häufig gefragt, sag mal, was für Bücher sollte ich lesen, damit ich möglichst viele Abonnenten kriege. Ich glaube, das geht wirklich nach hinten los. Weil wenn ich mir vorstelle, ich sollte jetzt so ein Buch wie dieses hier lesen und das, ich weiß von vornherein, das gefällt mir nicht, dann habe ich schon mal so ein langes Gesicht und die Seiten ziehen sich wie Kaugummi. Zum Beispiel Sebastian Fitzek ist ja sehr beliebt und ist mit Sicherheit auch ein ganz toller Mann und ein super Schriftsteller, aber ich fürchte mich ja schon mal vor seinen Büchern und das würde nicht gut gehen. Und was soll ich dann mit diesem Buch machen? Soll ich dann sagen, ja toll, ich habe mir das jetzt geholt, ich habe das jetzt gelesen, ich fürchte mich jetzt zu Tode. Aber eigentlich mag ich es nicht. Ich glaube, das geht, das kann nicht gut sein. Das ist nicht gut für einen selber und die Abonnenten merken es auch. Und es ist auch nicht fair den Büchern gegenüber. Ja. Das war jetzt gerade das Akku und die Speicherkarte gleichzeitig. Und jetzt sind wir wieder hier. Und also nicht wundern, wenn jetzt irgendwas verstellt ist vom Hintergrund oder so. Also nochmal zu dem Thema, wenn ihr jetzt bei YouTube neu anfangt, es braucht eben alles seine Zeit. Und macht bitte nicht den Fehler und lest irgendwas, worauf ihr keine Lust habt. Das bringt euch keinen Spaß, den Abonnenten auch nicht. Lest das, worauf ihr Bock habt und dann transportiert ihr das Lesevergnügen auch nach außen. Und es ist wirklich eine Gemeinschaft und jeder hilft jedem, aber auch nur, wenn er denjenigen kennt oder wirklich die Sachen hundertprozentig gut findet oder dies oder das oder jenes. Aber letztlich kommt man nicht um diesen Schritt herum, halt die Gemeinschaft auch zu suchen, wirklich Kontakt zu suchen. Und das geht wunderbar über Facebook, es geht wunderbar über Twitter. Mit uns werdet ihr privat nicht mehr in Kontakt treten können, einfach weil es uns völlig mittlerweile überfordert und weil wir halt auch unseren Privataccount jetzt dicht gemacht haben. Weil ich habe das gemerkt, bei mir ist viel zu viel Zeit durch Facebook flöten gegangen. Wir sind jetzt seit über einem Jahr dabei, unsere Kontaktliste ist riesig und wenn ich dann einmal dran gegangen bin und wollte nur gerade meine EPNs checken, dann habe ich gleich gescrollt und dann gucke ich auf die Uhr und denke, oh, du solltest noch dies und das und jenes machen und es ist gerade schon wieder eine Stunde, eine halbe Stunde oder teilweise auch zwei Stunden einfach so verdaddelt und nichts ist wirklich passiert. Ich habe jetzt gesagt, die Kontakte, die ich habe, meine Freunde sind zu kurz gekommen, alles ist so ein bisschen zu kurz gekommen, deswegen haben wir jetzt gesagt, wenn ihr, wir haben nur noch unsere Gefällt mir Seite. Also wir führen wirklich nur noch unsere Gefällt mir Seite, wir nehmen auch privat jetzt niemanden mehr auf, einfach weil wir nicht mehr da sind. Wir sind jetzt nicht mehr privat bei Facebook. Facebook ist in den letzten Wochen für mich so, nicht gerade das Positivste geworden. Ich mag auch nicht diese neuen Leisten und wie mit dem Datenschutz umgegangen wird. Und da war es für mich jetzt ganz klar, dass ich bei privat jetzt nicht mehr bei Facebook sein werde.
Für uns ist das ja sowieso ein ganz sensibles Thema. Das wisst ihr, wenn ihr schon mal häufiger unsere Videos gesehen habt. Wir machen uns da ziemlich viele Gedanken darüber, was wir nach außen transportieren können, dürfen, sollen. Ich hatte jetzt auch noch von Antje Zillert das Buch gelesen, Alice im Netz. Und danach sind mir auch noch mal ein paar kleine Birnen aufgegangen. Und da haben wir dann wirklich gesagt, okay, wir haben zwar einen Privataccount, aber ist der wirklich privat? Da sind so viele Leute, die haben wir noch nie gesehen, mit denen haben wir noch nie gesprochen. Und man weiß ja nicht, wer sich hinter so einem Icon verbirgt. Ja. Und ich weiß, ein paar von euch sind ja auch so, ihr seht es doch ganz genauso. Wie oft bekommen wir Kommentare, dass ihr selbst nicht bei Facebook seid? Wir sind bei Goodreads, wir sind bei Lovely Books, obwohl Lovely Books nie unser Verein sein wird. Und wir sind bei, bei Facebook, Twitter sind wir nicht wirklich, also Lovely Books und Twitter sind wir nicht wirklich, aber bei Goodreads und bei Facebook, gefällt mir Seite, könnt ihr ja immer noch mit uns in Kontakt treten, aber dieses ganze Private hat jetzt einfach für uns ein Ende, einfach weil ich würde privat, wäre ich jetzt rein privat, also würde ich jetzt auch nicht auf Facebook, hier auf YouTube Videos drehen, würde ich ganz von Facebook verschwinden und deswegen ist meine Privatseite jetzt einfach mal von Facebook verschwunden. Ja, ja, das zum Thema mal wieder Facebook. So, was fasziniert mich an Biografien? Ja, ihr werdet es auch gleich sehen oder ich kann es jetzt gleich in diesem Zuge schon mal in die Kamera halten. Ich lese gerade von Andrew Morton die Biografie Angelina Jolie. Von dem Autoren habe ich schon gelesen, eine Biografie über Madonna. Was fasziniert mich an Biografien? An Biografien interessieren mich erstmal die Menschen. Ich finde, Leute im Scheinwerferlicht müssen sehr, sehr schnell nicht unbedingt erwachsen werden, aber sie kriegen eine ganze Bandbreite von Emotionen, Dinge, die sie sehen, Dinge, die sie zu verarbeiten haben. Sie bekommen so viel geballte Power entgegen, dass sie unheimlich schnell auch ihre Schlüsse ziehen müssen. Ein paar zerbrechen dran, ein paar schaffen es auch weiterhin irgendwo den Verstand zu behalten. Gerne habe ich auch gelesen. Das ist aber selten, ganz selten. Gerne habe ich auch die Bio von Steve Jobs gelesen. Ich lese auch noch eine Bio, die habe ich jetzt schon angefangen, aber da kam Angelina Jolie ja dazwischen über die Astors. Ich mag es einfach. Ich interessiere mich für mächtige Menschen, für Menschen, die Künstler, also hauptsächlich auch Schauspieler, warum auch immer. Ich habe da einen leichten Tick zu Schauspielern hin. Heute, meine Lieben, steckt der Wurm irgendwie in der Technik und ja, wir kommen jetzt einfach zu der Frage, können wir die Trilogie der uralten Metropole empfehlen? Ist es denn überhaupt noch eine Trilogie? Ich weiß nicht, wie viele Bände jetzt schon aus der Reihe erschienen sind. Ja, Lucidas, es ist ja auch ein schlankes Buch, also nicht allzu viele Seiten. Also Quatsch, es ist schon ein ganz schöner Schinken. Ich habe das Buch super gerne gelesen. Ich mag die ganze Reihe. Es ist aber keine Trilogie. Es ist ja jetzt auch noch ein vierter Band erschienen, Somnia. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch einen gibt, das... Da bin ich jetzt auch nicht so auf dem allerneuesten Stand. Ich habe die Bücher jedenfalls super gerne gelesen. Würde mich auch freuen, wenn es ein neues noch dazu geben würde. Vielleicht wieder mit ein bisschen mehr Wittgenstein. Ja, aber... Es wurde jetzt auch neu aufgelegt. Ja, es ist neu aufgelegt worden, obwohl ich liebe diese Bücher einfach. Die sehen einfach toll aus, aber auch die neuen Bücher sind bildschön geworden. Und ich weiß auch gar nicht, für welchen Band ich mich jetzt entscheiden würde. Für die neuen Cover oder für die alten? Für die alten. Ja, ich glaube auch. Da hängt einfach mein Herz dran. Ja, meine Empfehlungen zu diesem Buch oder zu dieser Reihe sind nicht immer sehr gut aufgenommen worden. Sina wollte es nicht weiterlesen, es war ihr zu hart. Meine Schwester Monika bekam Albträume. Und hat es auch abgebrochen. Ja. Wegen den Albträumen. Dann hatte ich es einer Freundin empfohlen. Der war es zu hart. Er war es zu hart. Also richtig glücklich war nur ich mit den Büchern. Ich weiß, da gibt es noch ganz viele, die auch ganz glücklich sind mit den Büchern. Aber wie gesagt, es ist schon ein bisschen happiger und nicht so für die ganz, ganz zart beseelten und beseiteten Leute. Yeah. Ja, also von mir jedenfalls eine tolle Empfehlung. Er hat einen super geilen Schreibstil. Ich habe mich ein bisschen in Wittgenstein verliebt, das muss ich natürlich sagen. Wittgenstein ist so ein Severus Snape-Typ. Ja, ein Alchemist, ein ganz toller. Fragen Sie nicht, sein Lieblingsspruch. Und wen ich auch total toll fand, Mr. Fox und Mr. Wolf, das sind zwei Bösewichte. Und Micklewhite. Ja, und Micklewhite, das ist ein Elf,
der im Museum arbeitet. Und, aber dieser Elf sieht richtig gut aus, immer schön in weißen Sachen und alles blütenrein. Aber vielleicht schaut ihr euch einfach mal die Reihe an. Es ist wirklich toll, es ist eine super Idee. Unter London gibt es halt nochmal einen London, die uralte Metropole. Und da ticken die Uhren etwas anders und es ist deutlich gefährlicher da unterwegs. Und es geht um Engel. Es erinnert mich so ein bisschen an Angel Sanctuary. Vielleicht kennt ja jemand diese Manga-Reihe, die ich immer gerne gelesen habe als Jugendliche. Ja, daran erinnert es mich ein bisschen, weil die Engel auch nicht so gut dabei wegkommen. Es geht um Lucifer, es geht um Uriel, die tauchen alle auf. Und auch um diesen Baum, der auch bei Angel Sanctuary aufgetaucht ist. Ja. Der taucht eigentlich fast in diesen ganzen Fantasy-Büchern früher oder später mal auf. Es ist ein bisschen härter, aber es ist toll geschrieben. Ich wollte meine Marzi-Bücher nicht missen. So, und dann kommen wir zu der Frage, die mir jetzt immer wieder gestellt wird. Wie finde ich Shades of Grey? Ich habe es gelesen, aber nicht, weil es ein Hype-Buch ist, sondern weil ich Bock drauf hatte. Ich habe einen totalen Verriss gelesen und ich habe gedacht, mein Gott, das Buch könnte dir gefallen, wenn Christian so angelegt ist wie Edward Cullen. Und ja, ich war ja totaler Edward Cullen-Fan und ich mag den kleinen Stalker total gerne. Jedenfalls habe ich dann gesagt, so, ich muss es lesen. Ich habe es jetzt gelesen. Es ist für mich ein 4-Sterne-Buch. Es hat Mängel. Ihr wisst es, innere Göttin. Das Unterlippenkauen ging mir irgendwann auf den Zeiger leicht. Aber ich habe das Buch halt nicht zu ernst genommen. Ich habe zwar immer ein paar Mängel entdeckt. Also Sachen, wo ich sage, das ist für mich ein Mängelchen. Und ich habe halt... ja, hier und da war ich halt nicht glücklich damit. Ich fand zum Beispiel Annas Charakter ziemlich unlogisch und ja, ihr seht, ich habe da durchaus Mängel entdeckt, aber nichtsdestotrotz fand ich, dieses Buch war für mich beste Unterhaltung. Es wird nicht der Monatsknüller August werden für mich, weil da steht im Moment Amy on the Summer Road, wer weiß, was ich noch lese, aber daran kam das nicht. Aber dennoch, ich habe mich schon lange nicht mehr so gut unterhalten gefühlt. Und für mich war es schon ein kleines Highlight. Also ein kleines Highlight war es. Ich habe die Geschichte gern gelesen. Sina hat also immer sehr mit einem breiten Grinsen im Gesicht gelesen. Und das ist immer ein gutes Zeichen bei ihr. Ja, ich habe dann zwar immer mal zwischendurch gesagt, mal hörst dir an, das ist der Schreibstil. Aber so schlecht finde ich den Schreibstil nun auch wieder nicht. Ich finde, sie hat das Debüt wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, ich kenne die Geschichte nicht, ist es egal. Was ich nicht mag, ich fasse es nicht gerne an. Also, ich weiß, viele mögen es, es fühlt sich ja so pfirsichmäßig an, aber für mich ist das so nicht. Also, ich habe es auch in meiner Rezension geschrieben, wer dieses Buch zu ernst nimmt, wird nicht seine Freude daran haben und wer Wutanfälle kriegt, wenn Anna ein bisschen Haue bekommt, meiner Meinung nach provoziert die dumme Gans das auch ein bisschen. Und ja, ich kam mit Anna halt nicht klar, mit Christian ja, mit Anna nicht. Wenn sie da drauf steht, ich muss ja nicht drauf abfahren, ist mir das ziemlich egal. Oder wie wir dieses schöne neue Jugendsprachewort Wumpe, ist mir das ziemlich Wumpe. Ich bin ja nicht diejenige, die in einer Situation ist. Ich habe es jedenfalls gern gelesen und ich werde auf jeden Fall auch die nächsten Bände lesen. Ich werde aber dazu jetzt keine Einzelrezension abdrehen. Eventuell, wenn ich dann die ganze Reihe gelesen habe und sie gut fand, werde ich sie vielleicht nochmal extra vorstellen. Aber ja gut, das war jetzt in Kurzform meine Meinung zu Shades of Grey. Ich empfehle es, aber halt mit ein bisschen Abstriche. Wer es zu ernst nimmt, wird nicht seine Freude haben. So, dann kommen wir zu dem, was wir gerade lesen. Ich lese im Moment Felicity Gallant. Dieses wunderschöne Buch, es sieht toll aus, oder? Ah, total verliebt in das Cover. Ich bin jetzt auch auf Seite 48 und ich komme nicht in das Buch rein. Also, bis jetzt werde ich nicht ganz warm damit. Ich hoffe, dass es heute Abend irgendwann sich auflöst und ich vielleicht doch noch in die Seiten reinrutsche. Aber bis jetzt kann ich nicht sagen, dass es mich wirklich fasziniert oder dass ich damit gut klarkomme. Ja, ich lese von Silke Schütze, Kleine Schiffe, und ich bin noch nicht weit, das muss ich sagen. Ich hatte gerade den letzten Zauberlehrling zu Ende gelesen heute und ich bin jetzt, ich weiß nicht, auf Seite 12 oder 10 oder 12 und stehe gerade mit Franziska vom Scheidungsanwalt. Ich hatte von Silke Schütze ja schon die Erdbeerkönigin gelesen und das hatte mich ja sehr, sehr begeistern können. Bin schon ganz gespannt auf Kleine Schiffe.
Ja, da freue ich mich auch schon riesig drauf und wir lesen, also ich kann da leider noch nicht so viel zu sagen. Ich weiß, dass ganz viele von euch das Buch lieben. So, jetzt eben habe ich noch, weil ich habe jetzt ja überall meine Bücher. Meine Biografie lese ich immer mal so 20 Seiten, das Buch lese ich im Bett und das Buch nehme ich jetzt im Moment überall mit hin und das ist gezeichnet von PC Cast und ich habe jetzt eben reingelesen, ich bin jetzt auf Seite 40, aber so wirklich umhauen tut mich auch dieses Buch nicht. Liegt es an mir oder liegt es an der Buchauswahl? Ich habe keinerlei Ahnung. Aber bisher kann ich, die Aufmachung ist toll, also davon ganz fern ab, aber bis jetzt komme ich da nicht rein. Also bis jetzt spricht es mich nicht an. Vielleicht kommt jetzt ja irgendwann der Dreh- und Angelpunkt, wo ich sage, Mann, die Charaktere zünden bei mir, aber momentan bei beiden Büchern zündet da mal gar nichts. Aber gezündet hat bei uns wieder das Buch Wir ringen nicht mit Tintenfischen, mögen aber Tintenfischringe. Ja, das ist ja das dritte Buch um die beiden Zwillinge, die ja mal wieder gezwungenermaßen auf Abenteuerreise gehen. Es ist wieder super, super süß. Wir sind irgendwo auf Seite 48 und es zeichnet sich ab, die beiden kommen wieder in Schwierigkeiten. Und diesmal geht es in ein Abenteuer, mehr Abenteuer. Ja, ich denke auch. Seht euch dieses Lesezeichen an. Das hatte uns Bibo Kimi mitgebracht und das ist ja von Diogenes. Und es ist geil, oder? Und es passt so gut zu dem Buch. Ich finde es genial. Ja, nur aber wir sind wieder total begeistert davon. War, weil wir gerade bei Bibo Kimi sind, ich hatte von Bibo Kimi geschenkt bekommen, Der Geist von Sleepy Hollow von Chris Mould. 10 Schauergeschichten. Guckt euch das Buch an, ist das wohl super toll. Ich weiß, Kim ist ganz unglücklich, weil sie selbst es jetzt nicht hat. Ich zeige euch jetzt aber wie Kim, ein, zwei. Aber wie Kim sagte, ein richtiges Geschenk ist doch das, was man am liebsten selber für sich behalten würde und dann trotzdem weitergibt. Ja, guckt euch das mal an. Und ich weiß nicht, ob sie Gedanken lesen konnte. Ich hatte mir sehr gewünscht, die Geschichte von Sleepy Hollow. Ich bin ja ein totaler Tim Burton-Fan. Wollte die Geschichte von Sleepy Hollow jetzt einfach auch mal lesen. Und dann kam Kim und brachte uns das nette Krokodil und hat uns dieses schöne Buch auch mitgebracht. Und das steht jetzt bei mir am, auf dem Nachttisch. Und wann immer ich jetzt abends mal ein bisschen Zeit habe und Sina mich lässt, lese ich eine Schauergeschichte. So, dann kommen wir zu den Sachen, die wir gesehen haben. Wir haben noch gehört. Ja, aber gehört kommen wir gleich zu. Also. So, wir kommen jetzt erstmal zu den Sachen, die wir gesehen haben. Wir haben jetzt gesehen True Blood. Ja, True Blood, die 4. Staffel. Meiner Meinung nach die beste Staffel von True Blood. Ich bin ja ein absoluter Fan, sowohl von den Büchern als auch von der Serie. Das 4. Buch war ja auch mein Lieblingsbuch, ganz viel Eric Northman darin. Ja, man sieht mir das wahrscheinlich schon das selige Lächeln an. Naja, es geht natürlich wieder hoch her. Ja. Ja, und ich bin völlig begeistert von der Serie immer wieder. Ja, man ist ja total hin und weg von Eric. Ich kann da keinem Vampir oder keinem der Schauspieler wirklich was abgewinnen. Ist einfach nicht meine Serie. Ja gut, es ist Eric Northman. Alexander Skarsgård, ob er mir jetzt so persönlich so gut gefallen würde, weiß ich nicht. Ist niemandem bei Zoolander aufgefallen. Z-Punkt, B-Punkt. Nee, der sieht auch nicht besonders lustig aus. Aber er ist Eric Northman. Ja. Das ist ein großes Glück. Ja, Eric, die Rolle ist natürlich toll, aber... Und er hat jetzt so fürchterlich kurze Haare, das finde ich auch nicht so schön. Aber die Serie ist eindeutig nicht so hundertprozentig meins, aber ich muss auch sagen, die 4. Staffel gefällt mir am besten, die 3. haben wir ausgelassen. Und ja, ich mag aber die Bücher und ich habe die englischen Hörbücher gehört und davon war ich auch total begeistert. Ja, also ich mag die Bücher. Ich habe die komplette Serie und ja, ich liebe die Bücher. Ich mag die Bücher auch, aber ich mag die Serie nicht sonderlich. Also ich merke es jetzt auch gerade wieder, wir hatten jetzt eine kleine Pause, wir haben sie nämlich noch nicht zu Ende gesehen und ich merke es so richtig zu dem Widerwillen, da wieder ranzugehen. Also meins ist es wirklich nicht. Nein. Meins? Ja, was ganz, ganz anderes, hat nichts mit Vampiren zu tun, aber wir gucken momentan abends so als Absacker das Vorzelt zur Hölle von Tommy Krabbeis.
Und Tommy Krapweis musste sich nicht mit Vampiren rumschlagen, sondern mit seinem Vater. Und das ist ein ganz schön extremer. Ja, und er hat den kleinen Tommy doch sehr gepiesackt mit seiner Art, Urlaub zu machen, zu campen, mit dem Schlauchboot rauszufahren. Der kleine Tommy musste in Seeigel reintreten und er hat es wirklich. Ja, er wurde dazu gezwungen, gehabt, in Seeigel reinzutreten. Ja, toll, wahrscheinlich. Nein, also sein Vater ist garantiert kein Sadist. Wir haben ihn ja, oder wir haben beide ja auch kennenlernen dürfen. Wir waren ja auf der Lesung in Hildesheim. Hier ist der Beweis. Ja, wir haben sogar eine Widmung. Ja, eine kleine Bernd das Brotfee. Denn er hat, ein paar von euch wissen es, ein paar von euch sicherlich nicht, Tommy Krapweis hat Bernd das Brot erfunden. Wie gesagt, Fluch der Technik. Ja, heute ist irgendwie nicht unser Techniktag. Ich weiß jetzt nicht, ob es drauf war. Wir haben hier die Widmung als Beweis, dass wir in Hildesheim waren. Bei der Lesung waren ja auch noch Antje Zillert und Gabriela Engelmann. Also die haben nicht mit ihm zusammen gelesen, sondern die haben sich das auch angehört. Ja, und da war auch noch Books My Passion. Dann war Ilka da, also Silva Mooney. Und Read and Be Yourself, also und Sandra. Und die Glitzerfee. Ja, Glitzerfees Buchtempel. Und hoffentlich haben wir jetzt noch und, mal vergessen. Und ihr findet noch einen Vlog mit Books My Passion zusammen. Also wenn ihr oben eingeben würdet, Glimmerfee, Books My Passion, vielleicht legen wir euch das auch einfach mal in die Infobox. Da erfahrt ihr dann noch alles über die Lesung und wie wir es fanden. Tommy Krapweis hat danach ja noch wunderbar Musik gemacht. Ach ja, der Vlog wird hier unten verlinkt und dann guckt euch das einfach mal an. Genau, aber ich gebe jetzt einfach nochmal an. Hier unten ist jetzt nämlich eine wunderschöne Bernd das Brot Glitzerfee-Figur eingezeichnet worden. Und wer es nicht weiß, Tommy Krapweis ist ja nun mal der geistige Vater von Bernd das Brot. Und wie das ist, das wird ihm sein Leben lang anhängen. Wie das so ist mit Kindern, man wird so einfach nicht mehr los. Ja, wir bleiben kleben. Beste Beispiel sitzt hier neben mir. Ja, und darum sind wir ganz froh, dass wir jetzt die DVD haben. Und da sind ja immer so Comic-Ausschnitte. Wir werden euch auch mal die Facebook-Seite, es gibt jetzt eine Facebook-Seite, das Vorzelt zur Hölle, werden wir uns euch unten auch dann nochmal verlinken. Schaut einfach mal rein. Wir hatten jedenfalls mit Tommy Krapweis, mit seinem Vater, ein sehr charmanter älterer Herr. Das Ältere streichen wir jetzt einfach mal. Ja, hatten wir einen sehr unterhaltsamen Abend und es ist einfach schön, die beiden wiederzusehen und sei es nur auf dem Bildschirm. Ja, genau. Wir haben jedenfalls unser Spaß daran, zu erfahren, welche die Leiden des jungen Tommy. Also es ist jetzt wirklich eine Empfehlung für alle Eltern, die mal wissen möchten, wie sie ihre Kinder zwiebeln können mit einem ordentlichen Urlaub. Oder für alle Leidgenossen, die eben auch solche Urlaube mitmachen müssen. Oder für die Armen, die Kinder haben, die keinen Bock aufs Campen haben. Sollte es ja auch geben. Würde man mich dazu zwingen, wäre ich sicherlich auch nicht gerade erfreut. Und Ma, auf keinen Fall. Ich erinnere mich daran, wo ich mal gesagt habe, Ma, wollen wir zelten gehen? Das ist nichts für mich und das ist nichts für dich. Das stimmt. Aber wir sind ja früher viel mit dem Wohnmobil durch die Gegend gefahren. Das war zumindest zu der Zeit, wo Sina noch sehr klein war, sehr praktisch, ja. So, dann sind wir bei der Kategorie, was wir gehört haben. Wir haben uns aus der Bücherei Hörbücher geholt. Ja. Und unter anderem auch Rubinrot. Und wir haben da jetzt mal vertretungsweise das Buch hingestellt. Weil der Mach hat es ja vor ein paar Jahren gelesen und jetzt haben wir es gehört und ich bin total begeistert und ich will erstens die Bücher jetzt auch irgendwann, der Herr gebe mir Zeit, lesen und ich will auch noch die beiden anderen Bücher haben, wenn es so weiter bleibt. Wir haben uns gleich alle drei ausgeliehen, alle drei Bücher. Und ja, wir werden da jetzt weiter hören. Es ist total toll und wir werden da auch sicherlich zu einer Besprechung machen. Ja. Auch das Hörbuch ist sehr zu empfehlen. Die Frau spricht das unheimlich gut. Ich weiß jetzt nicht, die nächsten beiden werden von Josephine Preuß gesprochen, wie wir da mit der Stimme klarkommen. Aber die Hörbuchsprecherin vom ersten Teil gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, und wir stehen jetzt natürlich vor der großen Gewissensfrage. Kaufen wir uns die Einzelbände? Weil wir ja schon den ersten haben. Oder kaufen wir uns gleich die ganze Box? Oder holen wir uns den Schuber? Da sind wir uns noch nicht so ganz einig, was denn da taktisch am schlausten wäre. Ja. Aber wir werden gucken. Mal sehen, was wir da tun werden. Aber wir freuen uns, jetzt noch zu Ende zu hören. Wir sind jetzt gerade auf der vierten CD und dann geht es ja weiter mit Teil 2. Ja, weil das Ende ist ja ein bisschen abgehakt.
Ja, man lässt uns in der Luft hängen, das ist nicht so schön. So, dann kommen wir zu anderen Sachen, die wir gehört haben. Wir haben viel Musik gehört, und zwar Just Dance Musik. Wir haben Just Dance 1 und 2. Just Dance 3 sollte uns die nächsten Tage erreichen. Und ja, wir spielen wieder Just Dance, ein paar Funde müssen runter und deswegen rocken wir jetzt zu oder tanzen vor dem Fernseher zu Katy Perry, Kylie Minogue, Marley, besonders Iggy Pop. Yeah. Louis, das tanzen wir echt gerne. Oder was haben wir hier zum Beispiel? Casey and the Sunshine Band und Kim Wilde und was auch immer. Man kann sogar boxen, es ist stark. Also macht richtig riesen Spaß. Kleiner Tipp, das Just Dance 3. Ich habe mich fast auf den Hintern gesetzt, darum erzähle ich das jetzt einfach mal. Ich hatte nämlich angefragt bei einer sehr, sehr großen Kette, die bekannt ist für ihre super Preise, was denn wohl Just Dance 3 kosten würde. Und da gab man mir dann die fröhliche Auskunft, ja, 44 Euro. Hörte sich auch noch so an, als wenn man stolz auf den Preis wäre. Ich hatte aber vorher... Man ist fast ins Telefon gestolpert. Ja, ich hatte nämlich vorher bei Amazon geguckt und hatte gesehen, dass das 24,95 kostet. Dann habe ich gesagt, Moment mal, hier Amazon hat es für 24,95. Ja, sagst du, das ist dann doch wohl ein Schnäppchen. Ja, habe ich mir auch gedacht dann. Gute Mitarbeiter. Ja, gute Mitarbeiter, gute Preise, vielen Dank. Hört sich fast an wie die Ratiofarm-Werbung. Ja, und dann haben wir ja eben kurz entschlossen gesagt, so, das Ding, das klicken wir jetzt ab, weil es ist ja meistens so, der erste Teil ist auch wieder richtig teuer geworden, kostet wieder 38 Euro. Man muss da wirklich einen guten Zeitpunkt erwischen. Und Just Dance können wir euch wirklich, wenn ihr eine Wii habt und ihr wollt wirklich ein bisschen was für euren Body tun, das ist wirklich eine gute, gute Sache. Also das ist wirklich richtig gut. Weil ich hatte ja mal... stellt euch mich jetzt vor, 20 Kilo mehr. Und ich habe die auch abgenommen. Auch noch ja, Ma war ebenso. Also da könnt ihr auch, ich hatte 25 Kilo, Ma hat 20 Kilo abgenommen. Und das haben wir so gemacht, dass wir uns halt immer mit Just Dance halt jeden Tag unser Tagesprogramm und noch mehr gemacht haben damit. Und dann halt das Essen ein bisschen reduziert haben. Aber nur ein bisschen. Und gut, wir haben auch noch ein bisschen Yoga gemacht. Aber Just Dance ist das, was so richtig reinhaut. Also ja. Das ist wirklich etwas, da kommt ihr in Schweiß, da keucht ihr da nur. Wir haben es auch mit The Book Look gespielt, als sie hier war. Gwen und ich haben uns ein Tanzduell geliefert und wir waren dann wirklich... Nach kürzester Zeit ging gar nichts mehr. Gwen war dann schon am Klamotten wegschmeißen. Oh, ist mir warm? Ist mir warm. Also irgendwann landet dein Faust in meinem Gesicht oder dein Zeigefinger in meinem Auge. Ich kann das wirklich abschätzen. Hoffentlich. Ja, also Just Dance können wir euch nur empfehlen. Es macht mega Laune und nein, es wird kein Just Dance Video von uns geben. Nein, weil... Nein. Sind dann doch nicht die grazilen Elfen, die sich da ganz rhythmisch bewegen. Aber vielleicht, wenn wir noch 1000 Stunden weiter getanzt haben, vielleicht schaffen wir es dann im Takt zu bleiben. Die Bewegung, die Musik, es macht glücklich, dieses Spiel. Ja, es ist wirklich, wirklich etwas, wo man auch wieder Bock bekommt. Es macht einfach Spaß, man bekommt gute Laune dabei. Und was ich besonders gut finde, gerade wenn man vielleicht abnehmen möchte oder man möchte was für seine Kondition tun oder aus welchen Gründen auch immer, man hat da dieses Sweat-Programm. Man sammelt halt Sweat-Punkte und da gibt es ein Relax-Programm, ein Intensivprogramm und was weiß ich. Ja, und das letzte jedenfalls, das, den Oberkracher machen wir im Moment. Und da muss man halt auf 2000 Punkte am Tag kommen. Und das sieht man dann auch schön, ob man die auch wirklich erreicht hat. Und es gibt ein Wochenziel. Und das heißt so, ihr könnt die durch 10 rechnen, die Sache, und dann habt ihr das, was ihr verbraten habt an Kalorien. Ja, gut. Ja, dann sind wir bei Skippo. Wir haben Skippo gespielt wieder, abends beim Hörbuch hören, aber ja. Das hatten wir euch ja im letzten Vlog erst gezeigt. Das ist dieses Kartenspiel, ähnlich wie Uno. Und jetzt kommen wir zu Getrunken, Gegessen und Gebacken. Wir haben dank dem Buch von Stefan Maywald... Ja, wir sind also etwas... ja, wir können ihm ja eigentlich nicht die Schuld geben. Aber wir hatten uns ja auf eine kulinarische Reise mit Stefan Maywald begeben. Einmal durch Italien und er war auf der Suche nach der besten Pasta der Welt. Und er ist also von Restaurant zu Restaurant gefahren, hat er wirklich seine Geheimtipps ausgekramt. Und irgendwann, ja, bekommt man Hunger. Und jetzt sind wir fürchtig auf dem Pasta-Trip gelandet. Und ja, jetzt nicht mehr. Jetzt wird erstmal wieder abtrainiert. Weil auch der Pasta-Trip und der Besuch von Kim
haben uns doch ein paar Kilo geschenkt. Besonders Kim. Ja, aber ja, es hat Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Und wir wollten jetzt natürlich auch rauskriegen, welche Pasta ist denn unsere Lieblingspasta. Und wir hatten ein Gericht gemacht. Und zwar haben wir Nudeln mit Knoblauch und Peperoni gebraten. Und danach haben wir erstmal mit Maulsperre hier gesessen, haben gefaucht wie die kleinen Drachen, weil es war, glaube ich, eine Peperoni zu viel. Es war jedenfalls mega scharf und mega lecker. Also ich weiß nicht, ob ich mich da nochmal dran traue. Und wir haben ein super leckeres Rezept gehabt. Nudeln mit einer Zucchini-Soße. Oh. Boah. Wir haben eine große Pfanne gemacht. Da seht ihr mal wieder, wie ernst wir das mit der Diät sehen. Hast du das schon im... Ja. Wie ernst wir das mit der Diät nehmen. Also eine Riesenpfanne. Jetzt kriege ich Hunger. Und dann hatte ich gesagt, guck dir den Berg an, Sena, wie viel das ist. Das reicht bestimmt für morgen noch mit. Ja, nach dem Mittagessen war dann nichts mehr da. Und wir haben es dann den Tag darauf nochmal ausprobieren müssen, ob das denn wirklich so lecker war. War's. Und danach haben wir gesagt, so die Hose knöpft jetzt endgültig, jetzt ist Schluss mit lustig. Hast du das in der Rezept schon gelernt? Ja, ich hab das Rezept aber auch... so wie wir es halt für uns abgeändert haben, habe ich das unten, verlinken wir euch das. Genau. Ja. So, und das wär's mit unserem Vlog. Wir werden jetzt nämlich alles vorbereiten, weil Bibo Kimi wahrscheinlich jetzt am Wochenende kommt. Ja, ganz, ganz bestimmt. Sie hat sich angekündigt. Sie hat sich jedenfalls angekündigt und wir freuen uns, da sie wiederzusehen. War schon viel zu lange nicht mehr hier. Und daher, ja, sagen wir jetzt Tschüss. Wir werden jetzt hier nämlich noch einiges rumräumen. Genau, jetzt werden wir den Putzeimer schwingen. Wir müssen auch noch dringend nochmal einkaufen. Und dann steht einem guten Wochenende mit vielen kulinarischen Genüssen. Endlich, wir können mal wieder essen. Und dann werden wir euch nächste Woche erzählen, was wir Schönes gemacht haben. Genau. Okay. Also ein schönes Wochenende. Passt auf, geht nicht zu lange in die Sonne, trinkt ganz viel. Ja, behaltet euch wohl und wir freuen uns darauf, euch ganz schnell bald wiederzusehen.